So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars The Old Republic mit Chroma, denn ich zocke bis ins Koma. Ja, auch mit Verletzungen, auch mit Erkrankungen, auch mit Schwindel versucht er es euch wieder einmal ein bisschen näher zu bringen, das Spiel. Ich möchte natürlich auch nicht aufgeben. Ich versuche mein Bestes, mir geht's gerade halbwegs gut, darum versuche ich gerade die Aufnahmen hier zu machen. Und wie ihr gesehen habt, ja, in der letzten Folge, es gab endlich eine kleine Auflösung zu dem klitzekleinen Gewinnspiel meinerseits. Und ich finde es gut, dass wenigstens zwei daran teilgenommen haben. Ich habe eigentlich gedacht, es interessieren sich jetzt mehr dafür, aber ich denke mal, nicht so viele werden Doppeltlichtschwert tragen. Ah, schön, dass man hier nochmal kurz sowas hinten, da kann ich ja, scheiße, ich habe hier gar keinen Platz mehr, hä? Ah, doch, da. Da kann ich mal kurz so ein paar Sachen noch schnell wegpacken, da ich bin einfach so überladen, ihr glaubt das gar nicht, ja? Das hier können wir mal kurz hier mit ersetzen, das möchte ich nämlich gerne behalten, diese kleine Tonne, die ist doch recht niedlich. Ach Mensch, komm schon. Die finde ich nämlich ziemlich cool. Die werden wir auch benutzen, wenn wir uns das nächste Mal heilen müssen. Das hier wird erstmal weggepackt, das muss leider erstmal alles weg, das ist ja alles zu viel, sonst habe ich gar keinen Platz mehr für irgendwelche Missionsgegenstände, beziehungsweise was heißt Missionsgegenstände für andere Sachen. Wisst schon, wie ich es meine. So, gut, das, nee, stopp, da haben wir noch oben was gehabt. Das hier, das kann alles erstmal weg, genauso wie diese Kiste und das, da kann auch weg und so ein Schrott auch. Das kann weg. Was ist das überhaupt? Achso, das sind diese Handwerksranzen. Ja, die packe ich später aus. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. In der letzten Folge, ich wusste ja nicht, dass es so viel wird. Hätte ja auch nicht gedacht, dass da so viele Briefe in der Zwischenzeit zusammenkommen. Bedanke mich nochmal an dieser Stelle, aber wie gesagt, das müssen wir irgendwie langsam ein bisschen trennen, sonst wird jede Folge immer länger. Das muss ja auch nicht sein so, und ich habe jetzt hier irgendwo noch gesehen, dass hier eine Quest auf mich wartet. Jetzt muss ich doch nochmal schnell schauen. Ah, wir sind noch ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, wir müssen in die Richtung nochmal vor. Da drüben soll irgendwo eine Quest sein oder unten. Hier muss irgendwo, ach, da drüben. Alles klar. Gut, dann werden wir erstmal hier diese Quest annehmen, mal sehen, was es da für uns zu tun gibt. Ja, ne? Die Tools haben wohl einfach immer weitergebaut, bis ihnen der Platz ausgegangen ist. So ist es, Wette. So ist es. Ja. Gut, wir machen jetzt einfach erstmal weiter. Wie gesagt, Post und sowas, das wird getrennt ab jetzt gemacht, wenn das so viel ist. Und ansonsten wird es einfach mal schnell am Anfang einer Folge mit reingenommen. Aber wenn es so viel ist wie jetzt beim letzten Mal, dann mache ich da eine extra Folge draus und packe sie mit in die Playlist rein. Die Killix-Schwärme wurden vergiftet. Bald werden sie fliehen. Und dank Tools Einschreiten werden die Adelshäuser gezwungen sein, ihrer Pflicht nachzukommen und sie zu bekämpfen. In einem anderen Leben hättet ihr einen prächtigen Hügelwächter abgegeben. Alles klar, das war das Killig-Problem. Diese Quest haben wir jetzt schon abgegeben und hier drüben haben wir nochmal die Quest beim Haus Tull, mehrere Fronten. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist das? Ach, wir sollen schon wieder zum Lord Jurath zurückkehren. Na, da ich jetzt einmal in der Nähe vom Postkasten war, habe ich mir gedacht, da kann ich doch gleich mal diese Quests hier abgeben und dann gehen wir wieder zurück und machen den Rest fertig. So, wollen wir doch mal schauen. Toolpalast. Schöne Musik. Finde ich wieder wunderprächtig. Tja, ich und Wette, wir sind schon ein prachtvolles Team, ne? Da geht wieder einiges ab hier. Jetzt bin ich natürlich erstmal gespannt, was wird jetzt hier beim Lord des Tools, also Lord Tool, herauskommen. Was wird er uns jetzt sagen? Er wird uns garantiert weiterschicken. Ich kann euch für euer schnelles Eingreifen gar nicht genug danken. Ich weiß nicht, was die Organas wollten, aber der Angriff muss lange geplant gewesen sein. Tja, aber der Plan ist gescheitert. Es war für sie eine teure Niederlage. Ihre Taschen sind tief, aber eine solche Macht stellt man nicht so leicht wieder auf. Wo kommen die her? Was haben sie gesucht? Schnell! Die Programmsignaturen deuten auf Lord Cedric Killesar hin. Lord Killesar ist mein Vasall. Er hat mir persönlich Treue geschworen, als wir aus dem Exil zurückkehrten. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Die Parameter deuten darauf hin, dass die Droiden einem Angriffsteam beitreten sollten, das... Mein Lord, das Programm zeigt ein Angriffsteam in einem Tunnel zwischen hier und dem Killesar anwesend. Ich finde keinen solchen Tunnel auf den Plänen. Der Belagerungstunnel! Beim Blut der Königin! Sie kommen durch den Belagerungstunnel! Die Angriffe sollten eure Wachen vom Palast ablenken. Dieser verfluchte Verräter! Der Tunnel verbindet sein Land direkt mit unserem Anwesen. Er ist seit Jahrhunderten unbenutzt, aber
Der Tunnel führt direkt in diesen Raum. Was sollen wir jetzt tun? Ich werde die Armee allein aufhalten, wenn es sein muss. Ich schätze euch weitaus mehr, als ich erwartet hätte. Moff Sarek gab uns Kisten mit Thermitladungen. Sie zu platzieren braucht Zeit, aber sie sind durchschlagskräftig. Wenn ihr sie mit in den Tunnel nehmt, könnt ihr ihn über Sidarik und seine Armee einstürzen lassen. Versiegelt ihn, damit sie uns nie wieder bedrohen. Das klingt nach einem Plan. Ich weiß nicht, was ich ohne euch täte. In der Nähe ist ein Tunneleingang. Der Lagerraum ist im selben Bereich. Ich werde meine Truppen rufen, um die Oberfläche zu verteidigen. Doch der eigentliche Kampf wird unten stattfinden. Danke. Tja, da wissen wir doch schon wieder Bescheid. Wir werden uns drum kümmern, werden die gar nichts machen. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder entscheiden. Ja, was haben wir denn da fein? Das sieht ja nicht schlecht aus, aber das... Ich bleib bei den Kristallen. Die bringen mir erstmal viel mehr auf lange Sicht. Auch wenn ich davon schon ziemlich viele habe. So, gut, jetzt müssen wir da hoch. Dann werden wir das doch mal in Angriff nehmen. Und dann werden wir mal fix da hochgehen. So. Gut, nichtsdestotrotz, ich mache hier mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ja, liebe Freunde, da bin ich wieder. Da kam einfach mal kurzerhand die Familie nach Hause. Da musste man natürlich mal schnell unterbrechen und Hallo sagen. Das gehört ja ganz normal dazu. Und jetzt können wir in Ruhe weiterspielen. So, hier hinten ist irgendwo, ja, da sieht man schon an den Kisten, da ist wahrscheinlich dieses Thermit. Thermit gibt es aber auch in unserer Zeit. Also Thermit muss ja wohl in den späteren Jahren, wenn man es jetzt so sci-fi-technisch sieht, immer noch ziemlich stark sein. Allerdings ist bei uns Thermit was ganz anderes, wenn ich mich nicht täusche. Es ist zwar auch irgendwie ein Sprengsatz, allerdings ist das, glaube ich, ein Brandsatz bei uns, ne? Das brennt sich doch durch alles. Thermit? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Tja. Chroma setzt sich auch nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen Sprengstoffen auseinander. Das ist ja heutzutage gefährlich, wenn man das tut, ne? Weil wenn man so ein bisschen Nachrichten guckt und so, heutzutage darfst du dich nicht mal mit Sprengstoff halbwegs auseinandersetzen, sonst bist du gleich ein Terrorist. Das ist natürlich nicht so toll. Man sollte auch beim Telefonieren niemals irgendwas von amerikanischem Gut erwähnen, beziehungsweise das im Zusammenhang mit Bombenstimmungen oder ähnlichen, weil dann eben sofort abgehört wird, ne? Kommt garantiert gut, wenn du da von einer Party erzählst mit Bombenstimmung und sogar jemand aus Amerika war da oder so. Ja, dann sind die gleich auf dich scharf. So, was haben wir denn da hinten? Ein explosiver Treibstofftank. Das hört sich gut an. Ja, ansonsten müssen wir jetzt uns bis... Oh ja, wir müssen uns durch eine ganze Riege hier arbeiten. Das machen wir einfach mal. Mal sehen, was zum Schluss dabei rauskommt. Wir fangen jetzt einfach mal an, damit wir in der Folge ja auch noch ein bisschen was schaffen. Das war jetzt ziemlich schwierig, muss ich ehrlich gestehen. Also... Die Jungs hier, die halten mehr aus als ich im echten Leben in dem Sinne, da ich würde wahrscheinlich schon bei der ersten Berührung mit einem Lichtschwert, wenn ich selber eins hätte, würde ich wohl derzeit zusammenkrachen und würde sagen, Alter, lass mir Zeit, mein Rücken tut weh. Jetzt können wir auch nochmal das Fass starten, ne? Weil jetzt ist ja eh keiner mehr. War ziemlich frühzeitig von mir, ja. Hab ein bisschen mit der Wahrnehmung zu kämpfen, aber es wird schon. So, solange wir es auf die Reihe kriegen und Wette für mich alles wegballert, ist alles in Ordnung. So, was haben wir denn da unten? Zwei Ingenieure, wie ich gesehen habe. Naja, der erste schon weg. Ach, das ist ein Saboteur. Der ist ja noch krasser unterwegs, sehe ich so. Mach mal kurz den Schwertschutz an, damit wir jetzt hier keinen Schaden bekommen. Ja, gut. Und da war noch einer. Okay. Aber ansonsten nichts mehr. Gut. Na, dann mal schnell weiterziehen, solange wir den Schwertschutz noch haben. Hey, Kumpel. Ich komme zu dir. So, wir hatten doch hier eigentlich noch ein Skill. Ach ja, den hier. Mit dem wir uns aufladen konnten. Genau so war es ja. So, jetzt können wir das ja alles schön rauslassen. Oh, grüner Gegenstand. Was haben wir denn da? Ja, ein Rüstungswartungsset, okay. Hier mussten wir doch jetzt, glaube ich, schon irgendwo... Ja, genau vor uns. Hier mussten wir jetzt nämlich schon die erste Bombe anbringen. Ja. Super, das war jetzt noch spät ausgeführte Attacke von mir. Total sinnlos. Ja, dann machen wir die jetzt hier erstmal noch schnell platt. Sonst noch einer? Nee? Okay. So, ich glaube, hier so kommt dann die Ladung dran. Das sieht jedenfalls so komisch aus. Gut, das war Nummer 1. So, jetzt machen wir das mal richtig. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die bräuchten ein bisschen mehr Input, damit sie umkippen. Aber die haben uns jetzt mal eines Besseren belehrt. Apropos, jetzt halten wir gerade mal auf. Wir hätten da vorne schon irgendwo was platzieren müssen. Sehe ich das richtig? Wartet mal. Nee, stopp, hier. Genau, von hier bis sind wir ja gekommen. Dann gehen wir nochmal schnell zurück und legen da nochmal fix die Bombe.
Da habe ich wohl ein bisschen was verpeilt. Ne? Dann gehen wir da mal schnell vor, setzen das Ding dran und dann hauen wir wieder ab. So, Wiedersehen. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Ne? Lasst euch nicht weiter stören. Jetzt sorgen wir gleich für Bombenstimmung. Da vorne, und ich denke mal, dann wird uns noch was weiter hinten erwarten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da hier die Aufgabe schon aufhört. Ich denke mal, wir werden noch unterbrochen. So, drei Gegner, dann nehmen wir uns den in der Mitte vor. Der guckt uns so fies an. So, und dich da nehmen wir auch noch. Toll, der wurde noch nicht mal angehoben. Ist ja langweilig. So, du bist hier der fette Bösewicht. Der dicke Droide. Tunnelbau-Droide. Hier müssen wir erstmal Einhalt gebieten hier. Und zack. Sehr schön. Oh, blauer Handschuh. Grail Armory Prototyp. Militärhandschuh. Ah, diese Tür ist verschlossen. Wieso ist die verschlossen? Wieso ist die verschlossen? Ach so. Toll. Haben sie uns mal wieder verarscht mit diesen scheiß Bomben hier? Ich sehe schon, wenn dann nämlich so eine Tür ist, da wird es da gleich wieder eine fette Auseinandersetzung geben. Da benutzen wir jetzt erstmal unsere super Mülltonne. Oh, die habe ich also doch doppelt drin. Hätte ich das ja gar nicht wechseln müssen. So. Solange wir unsere Mülltonne hier haben, ist ja alles gut. So, sehr schön. Wir haben unsere Tonne genutzt. Und da hinten wartet wer? Lord Zedarik Kilesa. Okay. Dem werden wir jetzt wahrscheinlich gleich auf die Fresse hauen. Na komm. Freund der Sonne. Ihr seid also die imperiale Marionette, die Jorah Tool beigebracht hat, zu beißen, anstatt zu bellen. Leckt er eure Hand? Bringt er euch die Schuhe? Echte Alderaner werden sich niemals jemandem wie euch beugen. Tja. Gebt nach und ihr behaltet euren Titel und euer Land. Lieber sehe ich dabei zu, wie Alderaan explodiert, als zuzulassen, dass der Planet vom Imperium eingenommen wird. Ihr habt nicht einmal den Mut, selbst zu kämpfen, sondern versteckt euch hinter einem Berg Termit. Wenn ihr auch nur eine Spur Anstand in euch hättet, würdet ihr mich zu einem ehrenhaften Duell fordern. Dieser Tunnel wird einstürzen. Selbst unsere Ruinen sind lebendiger als euer Imperium. Rückzug! Oh. Da will der jetzt einfach abhauen. Was für eine miese Sau. Oh, das war's schon? Psst. Ja, easy going. Ne, also echt, hallo. Gib mir mal eine richtige Aufgabe hier. Na, ja, das war schön. War eine hübsche kleine Mission, so zwischenbei im Haus von Tool. Damit konnten wir mal wieder ein bisschen Punkte holen für das Imperium, mit dem wir uns mal wieder angestellt haben. Oder hingestellt haben und den ganzen Mist von anderen Leuten geklärt haben. Und mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Gibt uns garantiert gleich wieder was Neues, weil er auch woanders Probleme hat. Die Kilesas haben sich ergeben. Meine Leute kehren von den Außenposten zurück, um sie in Gewahrsam zu nehmen. Als der Tunnel um ihren Loch herum explodierte, haben sie alle ihre Waffen niedergelegt. Ich werde Moff Sarek sofort von eurem Heldenmut berichten. Tja, das soll er mal machen. Ich habe euch fair euren Platz erkämpft, auf eine Weise, die sie verstehen. Ein unnötiger Luxus. Aber es hat uns nicht die Schlacht gekostet. Dieses Mal. Die Tools müssen keine weitere Rebellion in ihren Reihen fürchten. Es wäre eine Verschwendung, einen der wenigen Sith hier weiter aufzuhalten. General Stanel Tool koordiniert unsere Bemühungen beim Haus Alde. Redet mit ihm, wenn ihr weiter an der Eroberung beteiligt sein wollt. Ihr habt den Traum meines Hauses bewahrt, unsere Welt zu regieren, und mich viel darüber gelehrt, was das bedeutet. Ich werde es nie vergessen. Das ist doch sehr gut. Tja, dann nehmen wir uns das hier mal entgegen, ne? Freuen wir uns drüber. Stufe 37. Yeah, Bitches. Und ja, leider, Bitches, ist hier die Folge zu Ende. Liebe Chromarische Armee, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und falls du zur Chromarischen Armee gehören möchtest, drück einfach auf den Abonnierknopf. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne.